Hallo Elektronikfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Operationsverstärker. Diesmal will ich den Integrierer und Differenzierer mal etwas näher beleuchten und habe natürlich dazu auch hier auf dem Steckbrett einiges aufgebaut. Für diejenigen, die sich mit dem Operationsverstärker noch nicht so auskennen, habe ich unten in der Beschreibung meine Grundlagenvideos verlinkt. Bevor ich hier zu den Schaltungen komme, möchte ich mal kurz auf das Integrieren und Differenzieren eingehen, ohne die mathematischen Details hier zu besprechen. Dafür gibt es sicherlich viele andere Videos. Also was ist Differenzieren, was ist Integrieren? Ich habe es hier mal kurz notiert. Differenzieren ist die Steigung an einer Funktion bestimmen. Das nennt man dann auch Ableiten. Integrieren ist die Fläche unter einer Funktion berechnen bzw. die Stammfunktion herausfinden bzw. aufleiten. Ich habe hier unten mal so ein Beispiel. Das wäre also hier so eine Stammfunktion. F von x, meinetwegen x Quadrat, die sieht also so aus. Und wenn man jetzt differenziert, dann guckt man in jedem Punkt, wie sieht die Steigung aus. Hier sieht man ja, die Steigung ist ziemlich hoch. Allerdings geht sie nach unten, ist also im negativen Bereich. Dann landet man also hier. Im Nullpunkt liegt sie bei 0, dann landet man dort. Und hier geht sie wieder hoch, sehr steil. Und steigt also hier immer weiter an, sodass das die Ableitung von dieser Funktion ist. Wenn man jetzt diese Gerade hier ableiten würde, da ist ja die Steigung konstant, dann bekomme ich also hier eine Konstante heraus. Und wenn ich jetzt diese Konstante ableite, da sieht man natürlich, da gibt es keine Steigung, bekomme ich also hier diese Nulllinie heraus. Beim Integrieren ist es genau der umgekehrte Weg. Man versucht die Stammfunktion herauszufinden. Jetzt als Beispiel mal, wenn jetzt hier 0 wäre, dann wäre noch irgendwo im Integral vielleicht noch Konstante, das wäre also dann hier. Wenn ich also hier integrieren würde, dann würde ich im Prinzip die Fläche hier drunter berechnen, wie weit die sich sozusagen zeitlich hier vergrößert. Das ist hier linear, weil die Abstände und so weiter sind immer gleich groß. Also bekomme ich hier diese Gerade heraus, die durch den Nullpunkt geht. Und wenn ich diese wiederum integriere, hier sieht man ja, dass die einzelnen Abschnitte immer größer werden, bekomme ich also dann hier diese Stammfunktion heraus. In der Elektronik ist es natürlich so, dass man sich bestimmte Sachen dort zunutze macht. Ich habe es hier mal auch noch aufgeschrieben. Kurz, also die Steigung einer konstanten Spannung ist 0, ganz klar, wenn ich also hier eine konstante Spannung habe und dort einen Differenzierer ranhänge, dann bekomme ich 0 Volt raus. Die Steigung einer Dreieckspannung ist konstant, und zwar einmal positiv und einmal negativ. Man sieht es hier, wenn ich jetzt hier sozusagen hochgehe, dann habe ich ja eine positive Steigung. Ich bin also im positiven Bereich. Wenn ich hier runtergehe, dann ist es negativ. Das heißt, bei der Dreieckspannung ist es dann so, ich bekomme dann eine Rechteckspannung heraus. Bei einer Sinusfunktion oder sinusförmigen Wechselspannung ist es so, dass die Steigung bei einer Sinusfunktion im Nulldurchgang am höchsten ist. Die geht ja bei 0 sozusagen nach oben. Deswegen beginnt dort das Differenzieren ganz oben. Und im oberen Punkt nachher ist sie 0. Man sieht dann schon, es ist phasenverschoben und man bekommt mathematisch dann den Cosinus heraus. Das habe ich aufgeschrieben. Technisch gesehen wird das Signal phasenverschoben. Wenn ich jetzt das gleiche sinusförmige Wechselspannung mache mit dem Integrierer, bekomme ich ebenfalls das phasenverschobene Signal raus, allerdings in die andere Richtung. Und hier auch nochmal, wenn ich jetzt eine konstante Spannung habe, eine Gleichspannung und dort integriere, dann gehe ich ja diesen Weg hier zurück, dann steigt die Spannung immer weiter an. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Rechteckspannung habe, die nach oben, nach unten geht, dann wird also hier aus dieser Rechteckspannung eine Dreieckspannung erzeugt. Vom Schaltungsaufbau starte ich mal mit dem Differenzierer, wobei man dazu sagen muss, dass in der Schaltung mit dem Operationsverstärker es sich um einen invertierenden Differenzierer handelt. Das heißt, er invertiert das Signal nochmal. Und man sieht hier diese Schaltung. Sie ähnelt sehr dem invertierenden Verstärker, nur dass eben hier vorne kein Widerstand ist, sondern ein Kondensator C1. Die Spannungsversorgung habe ich einfach mal hier mit plus minus 9 Volt angenommen. Und da es sich hier um eine Gegenkopplung handelt,
wird UD, also die Differenz zwischen hier Pin 2 und 3, 0 Volt. Wenn man zunächst jetzt ohne die Gleichung hier mal die Schaltung sieht und diesen Kondensator hier am Eingang, dann ist es so, wenn ich jetzt hier eine Gleichspannung anlege, dann wird am Ausgang nichts rauskommen, also theoretisch zumindest betrachtet, denn der Kondensator blockiert die Gleichspannung. Und wenn ich das jetzt hier mal mit meinem vorherigen Blatt vergleiche, habe also hier eine Gleichspannung und ich differenziere, dann bekomme ich eben dort 0 Volt heraus. Also so kann man sich das zunächst erstmal klar machen. Wenn hier vorne ein Kondensator ist, eine Gleichspannung kommt hier nicht durch. Also ergibt sich dann am Ausgang auch 0 Volt. Die Frage, die sich nun stellt, ist die, wie komme ich nun auf eine Gleichung zwischen UA und UE? Ich habe damit begonnen, dass ich mal den IC, die Gleichung für IC aufgeschrieben habe. IC ist gleich DUC durch DT mal C1. Manchmal sieht man auch hier statt dem D ein Delta. Man sieht jetzt hier auch gut anhand dieser Gleichung, es fließt kein IC, wenn die Spannungsänderung 0 ist. Also wenn ich nur eine Gleichspannung anlege, dann ändert sich auch IC nicht. Also die Spannung über UC muss sich ändern und dann bekomme ich auch einen Strom IC heraus. Die zweite Gleichung, die ich hier mal aufgeschrieben habe, ist die für UA. Denn UA ist gleich IRF mal RF1. Also dadurch, dass ja UA gegen Masse gemessen wird und die Spannung an RF1 hier auch sozusagen fast an Masse anliegt, ist also das hier die Gleichung für UA. Und dadurch, dass ja hier im Idealfall kein Strom reinfließt in den OPV, fließt also dann der IC auch hier weiter durch RF, sodass ich jetzt schreiben kann, UA ist gleich minus IC mal RF1. Wenn ich jetzt die beiden Gleichungen sozusagen miteinander verknüpfe, nämlich hier das IC hier einsetze, also besser gesagt dieses DUC nach DT mal C1 hier einsetze, dann bekomme ich UA ist gleich minus DUC durch DT mal C1 mal RF1 heraus. Man sieht jetzt auch ganz gut hier an der Gleichung, wenn sich die Spannung an UC sich nicht ändert, also 0 Volt beträgt, dann ergibt es auch eine Ausgangsspannung von 0 Volt. Wie ändert die sich oder wie groß ist sie? Die ist gleich der Eingangsspannung. Denn hier sind ja 0 Volt zwischen Punkt 2 und 3, sodass UC gleich UE beträgt. Ich habe sie auch nochmal notiert. Aus der Gleichung kennt man, wenn es keine Spannungsänderung am Eingang gibt, fließt auch kein IC. Und wenn kein IC fließt, dann ist auch der Strom durch den RF1 liegt bei 0, sodass auch die Ausgangsspannung 0 wird. Und nur bei Änderung von UE und damit auch von UC wird eine Ausgangsspannung erzeugt. Das alles unter Vorbehalt im Idealfall. Es fließt ja doch ein Strom hier rein, der ist aber allerdings so gering, dass wir da erstmal davon ausgehen, dass der 0 beträgt. Die Schaltung, die ich hier rechts aufgezeichnet habe, würde theoretisch funktionieren. In der Praxis tut sie das allerdings nur sehr begrenzt, denn was ich jetzt hier außen vor gelassen habe, sind zum einen die realen Eigenschaften des Operationsverstärkers und auch hier dieses RC-Glieds. Letztendlich haben wir hier einen Hochpassfilter. Und dazu ist es wichtig, sich mal den Frequenz- und Phasengang genauer anzuschauen. Bei dem Phasengang sind eigentlich drei Dinge zu beachten. Und zwar haben wir ja einmal durch die Schaltung an sich hier eine Phasendrehung, sage ich mal, Phasenverschiebung um 180 Grad, weil es ein invertierender Verstärker hier vorne mit dem Kondensator darstellt. Zum anderen haben wir dann aber nochmal durch den Kondensator und diesen Widerstand eine weitere Phasenverschiebung um 90 Grad oder minus 90 Grad. Und als dritten Punkt haben wir nochmal die internen oder das interne Tiefpassverhalten hier des Operationsverstärkers zu beachten, sodass diese Schaltung, wenn sie im höherfrequenten Bereich betrieben wird, anfängt zu schwingen. Neben der Phasenverschiebung ist natürlich auch der Amplitudengang wichtig. Wenn man jetzt also hier eine niedrige Frequenz anzuliegen hat, dann ist es so, dass die Ausgangsspannung auch kleiner wird, denn der XC ist vielleicht relativ hoch. Wenn jetzt allerdings die Frequenz ansteigt,
wird der XC von dem C1 sehr klein. Das heißt, das Verhältnis zwischen RF1 und diesem XC ist sehr groß. Das heißt, wir haben eine große Verstärkung. Das heißt, die Ausgangsspannung wird größer. Das heißt auch, die Ausgangsspannung, also die Höhe der Ausgangsspannung ist abhängig von der Frequenz, die vorne angelegt wird. Und das alles zusammen sorgt dafür, dass bei hohen Frequenzen die gesamte Schaltung dann anfängt zu schwingen. Um das zu verdeutlichen, habe ich hier nochmal auf der nächsten Seite hier das dargestellt. Einmal den Amplituden- und Phasengang. Und zwar stellt sich natürlich dann auch die Frage, na, wie kann man das dann lösen? Ich habe hier auch schon geschrieben R1 überall. Also dieser R1 ist sozusagen hier der Widerstand, den ich hier verdeckt habe, dieser R1. Zunächst Kurzschluss, also R1 gleich 0 Ohm. Dann haben wir hier diesen Phasenverlauf. In dem Fall liegt er dann bei minus 90 Grad für die Schaltung. Und den Amplitudengang, der läuft also hier immer weiter an. Das Problem ist allerdings, in dem Moment, wo dieser XC vorne sehr, sehr klein wird, also wenn der hier sehr, sehr klein wird, der ist hier kurz geschlossen, dann bekommen wir eine extrem hohe Verstärkung. Und dann in dem Moment, wo diese Verstärkung sehr groß ist, dann verschiebt sich nochmal die Phase. Es gibt eine weitere Phasenverschiebung und in diesem Bereich haben wir also hier eine Schwingungserzeugung realisiert, die natürlich nicht erwünscht ist. Und die Frage ist natürlich, wie kann man das Problem des Schwingens lösen? Und die Sache, die man macht, ist folgende. Man muss im Prinzip für hohe Frequenzen, also wenn man davon ausgeht, dass der XC hier sehr klein ist, eine bestimmte Verstärkung hier voreinstellen durch RF1 und R1 und dann bekommt man eigentlich einen ganz guten Differenzierer heraus, also Differenziereigenschaften. Und man sieht auch hier, ich habe hier mal den Amplitudengang für einen Widerstand, jetzt in dem Fall von 47 Kiloohm hier eingezeichnet. Die Amplitude ist also hier begrenzt, geht hier auch dann wieder sozusagen runter. Das ist dann aber die Eigenschaft hier, das Tiefpassverhalten des Operationsverstärkers. Der Phasengang hier gilt nur für R1 gleich 0. Der würde also hier in dem Fall in diesem Bereich gut wirken und ich hätte eine Amplitudenbegrenzung. Das ist äußerst wichtig hier bei dem Differenzierer. Ich werde natürlich dazu noch eine Schaltung oder zwei Schaltungen eigentlich zeigen, wo man das dann auch sieht am Oszilloskop. Die Schaltung, die ich jetzt aufgebaut habe, sieht man hier und ich zeige die natürlich gleich. Die Idee war dabei, hier diesen Differenzierer erstmal aufzubauen mit zwei LEDs am Ausgang. Ich habe hier noch einen Spannungsfolger oder Impedanzwandler davor geschaltet, weil ich habe in der ersten Idee, die ich hatte, hier ein Poti angeschlossen. Denn es ist ja so, der Differenzierer reagiert ja nur auf Änderungen. Das heißt, wenn ich jetzt hier am Poti drehe, müsste das hier an den Leuchtdioden zu sehen sein. Und zwar auch von der Richtung her. Das heißt, ich kann hier mit dem Poti drehen und der Differenzierer erkennt, drehe ich nach rechts oder nach links. Und diese Schaltung will ich hier kurz mal zeigen. Hier sieht man nun die Schaltung, wie ich sie aufgebaut habe. Hier sind die beiden Leuchtdioden. Hier ist das Poti drunter, sieht man hier vielleicht unter dem Drehknopf. Und ich habe extra so einen großen Drehknopf genommen, damit man es gut sieht. Wenn ich jetzt also hier nach rechts drehe, dann wird man sehen, die grüne Leuchtdiode leuchtet. Und zwar nur, solange ich drehe. Und wenn ich nach links drehe, leuchtet die rote Leuchtdiode. Auch nur im bestimmten Bereich, hier in dem höheren Bereich, also wenn ich jetzt hier ganz nach außen gehe, dann geht es nicht mehr, weil im Prinzip der Operationsverstärker außerhalb des Spannungsbereichs dort agiert. Aber hier insofern geht es ganz gut. Ich habe jetzt als Widerstand hier ein 100 Kilo oben drin. Und jetzt werde ich mal Folgendes machen. Ich werde den einfach mal überbrücken. Das ist ja dann, wenn sozusagen dort kein Widerstand drin ist und man sieht dann, also das Ding rattert da hin und her, selbst in diesem Bereich fängt das Ding an zu schwingen schon und gibt also kein vernünftiges Signal raus, deswegen 100 Kilo Ohm bleibt drin. So, und wenn ich jetzt drehe, dann kriege ich ein einigermaßen vernünftiges Signal raus. Also jetzt drehe ich nach links und jetzt drehe ich nach rechts. Das ist also erstmal diese erste Idee dieser Schaltung. Man kann also jetzt im Prinzip so eine Art Detektor bauen,
der ansteigende oder abfallende Flanken erkennt. Und das wäre auch die zweite Sache, die ich gleich auch am Osteoskop natürlich zeigen will. Denn ich speise beim zweiten Mal, also ich nehme das Poti weg und speise hier ein Dreiecksignal ein. Und dann gucken wir mal, was zum einen mit den Leuchtdioden passiert. Die Frequenz wird sehr niedrig sein. Und vor allem, was passiert, wenn wir hier diesen 100 Kiloohm wieder überbrücken. Das kann man nämlich sehr schön wirklich am Osteoskop dann sehen. So, man sieht jetzt hier, das obere Signal ist also das Dreiecksignal, was eingespeist wird. Das untere Signal ist das Rechtecksignal, was da herauskommt aus dem Differenzierer. Hier sieht man nochmal die beiden Leuchtdioden im Wechsel blinken. Das heißt, das Signal ist auch sehr langsam. Was man auch sehr sieht, und dafür halte ich einfach mal kurz hier an, man sieht eben, es ist ein invertierender Integrierer, denn wenn hier diese eine Flanke hoch geht, geht der Ausgang nach unten. Er invertiert also das Signal. Sieht also ganz gut aus. Man kann dazu auch noch ein paar Berechnungen machen, die werde ich gleich auch noch mal kurz zeigen und hier anhand des Signals noch mal vergleichen, ob die Rechnung stimmt. Was ich jetzt mal machen werde, ich lasse es wieder laufen, ich überbrücke jetzt diesen R2. Den hier werde ich jetzt überbrücken. Der sorgt ja dafür, dass es gut läuft, sage ich mal, und nicht schwingt. Und wenn ich jetzt hier den mal überbrücke, dann sieht man hier auf einmal dieses Muster. Und das ist natürlich äußerst übel. Deswegen darf man dann nicht vergessen, diesen Widerstand mit einzusetzen. Ich nehme ihn wieder raus, sodass er dort wieder gut differenzieren kann. Zu dem Differenzierer habe ich mir auch mal eine kleine Aufgabe einfach mal selbst gestellt. Und zwar die Aufgabe, es soll UA plus minus 5 Volt werden, damit ich hier die Leuchtdioden gut ansteuern kann. Und ich habe ein Dreiecksignal USS 8 Volt eingespeist hier vorne. Wie hoch muss die Frequenz sein? Ich hatte ja gesagt, beim Differenzierer ist die Ausgangsspannung abhängig von der Frequenz. Deswegen, wie hoch muss also hier die Frequenz sein? Dazu geht man wie folgt vor. Die Gleichung für UA hatte ich ja vorhin schon kurz vorgestellt. UA ist gleich minus DUC durch DT mal C1 mal RF1, wobei DUC gleich UE ist, also die Eingangsspannung. Und daraus folgt, DUC durch DT ist gleich minus UA durch C1 RF1. Dann kann man die Werte hier erstmal einsetzen, denn was ich hier vorgegeben habe, ist sozusagen R1. Und auch den C1, den habe ich vorgegeben. Und auch die Ausgangsspannung UA, die habe ich also jetzt hier eingesetzt, diese Werte. Und komme hier auf minus 5 Volt durch 1 μ F mal 470 K. Und wenn ich das jetzt ausrechne, komme ich auf minus 10,6 Volt pro Sekunde. Wir haben hier unten Delta T, das ist ja dann praktisch 1. Also das Verhältnis ist dann minus 10,6 Volt pro Sekunde. Wenn sich also die Eingangsspannung innerhalb einer Sekunde um 10,6 Volt ändert, hier, dann werden diese 5 Volt erzeugt. Das habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Die Eingangsspannung muss also pro Sekunde auf 10,6 bzw. minus 10,6 steigen bzw. fallen. Es werden aber nur 8 Volt eingespeist. Ich habe gesagt, hier 8 Volt habe ich nur am Eingang. Das heißt, die Zeit hier verkürzt sich zu 8 durch 10,6, das ist das Verhältnis, gleich 0,75 Sekunden. Das ist für eine steigende Flanke, für eine fallende Flanke das gleiche, deswegen ist T, die Periodendauer, 2 mal 0,75, also 1,5 Sekunden, macht eine Frequenz von 0,67 Hertz. Und das gucken wir uns mal kurz auf dem Osteoskop an, ob das dann auch so stimmt. Dazu halte ich das Signal nochmal wieder an und messe hier mit dem Cursor hier die Zeit, nämlich zwischen dieser Zeit, oh, das macht er jetzt nicht richtig, Moment, da muss ich nochmal durchlaufen lassen, einmal, so, ach, das sieht man nicht so gut, Zeitbasis nochmal ändern, dann geht das sicherlich besser, so, und jetzt messe ich hier mal die Zeit zwischen diesem Punkt und diesem Punkt.
Und ich hatte ja gesagt, hier nochmal als Ergebnis zum Vergleich, dort, ich brauche also eine Periodendauer T von 1,5 Sekunden. Frequenz ist dann 0,67 Hertz. Und wie man sieht, das Delta T, das sieht man hier, 1,58 Sekunden, 0,63 Hertz jetzt in dem Fall, also nicht 0,67, aber das sind ja auch die Abweichungen von Messungen, von den Messen hier ein bisschen. Also es haut ganz gut hin. Stimmen jetzt die Spannungswerte. Ich habe am Eingang hier 8 Volt Spitze zu Spitze, nämlich 2 Volt pro Kästchen und am Ausgang, da habe ich 5 Volt, plus 5 Volt und einmal minus 5 Volt. Wir haben hier die Mittellinie, also nach plus 5 Volt und minus 5 Volt geht's. Also damit stimmt diese Rechnung. Wie man hier aus dem Beispiel gesehen hat, funktioniert das Differenzieren ja ganz gut nach den Berechnungen. Allerdings stellt sich natürlich jetzt die Frage, und da will ich nochmal hier auf den Plan gehen. Das ist ja die Schaltung, die ich aufgebaut habe, also ein Teil da jetzt davon. Ich habe ja hier noch diesen Widerstand drin, der vermeidet ja das Schwingen. Und die Frage stellt sich natürlich jetzt, na Moment mal, ich habe doch eigentlich nur mit diesen beiden Sachen gerechnet, aber der müsste eigentlich auch noch einen Einfluss auf die gesamte Schaltung haben. Und die hat er insofern nicht, wenn man bestimmte Kriterien einhält, beziehungsweise hat sie natürlich schon, wenn diese Kriterien nicht beachtet werden. Und dazu will ich natürlich in der Schaltung gleich mal was zeigen und zum anderen nochmal eine Gleichung ja hier auch zeigen. Und zwar habe ich ja jetzt, also hier in dem Beispiel, eine Frequenz rausbekommen, ungefähr von ja noch nicht mal 1 Hertz. Und diese RC-Kombination, also die Grenzfrequenz sozusagen für diese RC-Kombination, die muss weit drüber liegen. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Die Frequenz, das ist also diese Frequenz, die ich jetzt hier mit ungefähr 1 Hertz ansehe, muss wesentlich kleiner sein als 1 durch 2 Pi R1 mal C1, sind also die beiden. Und wenn das gegeben ist, dann hat auch dieser R1 keinen Einfluss. Bei mir habe ich das so gemacht, ich habe da im Moment einen 2,2 Kiloohm Widerstand drin, hier in der Schaltung und diesen einen μ Kondensator. Und damit erreiche ich eine Grenzfrequenz, ich glaube so von 70 oder 80 Hertz, ich weiß gar nicht mal genau. Und damit hat es auch keinen Einfluss. Allerdings ist es so, der Widerstand hat natürlich dann Einfluss, wenn diese Kriterien nicht beachtet werden. Und dazu werde ich jetzt mal hier auf dem Steckbrett anstelle dieses festen Widerstands von 2,2 Kiloohm ein Poti einbauen und dann sieht man, was da passiert. Ich habe jetzt in der Schaltung das Poti drin und wie man sieht, das Poti ist jetzt auf 0 Ohm gedreht. Das heißt, dieser Widerstand ist gar nicht wirksam. Ich habe diese Einschwingvorgänge, die ja sehr unschön sind. Ich drehe jetzt mal am Poti hier ein bisschen. Und dann sieht man auch sofort, ich habe, ja, das ist hier glaube ich ein 100 Kiloohm Poti oder so. Nach einer kurzen Zeit habe ich also mein schönes Rechtecksignal. Wenn ich jetzt hier weiter drehe, das bleibt es auch so. Ja, eigentlich fast. Man sieht, man bekommt jetzt auf einmal diese Lade- und Entladekurve am Ausgang heraus, aus dem einfachen Grund, weil jetzt diese RC-Kombination vorne einen ganz hohen Einfluss auf die gesamte Schaltung hat. Und das will man natürlich vermeiden. Deswegen muss diese RC-Kombination auch nochmal berechnet werden. Man sieht auch hier, wenn ich jetzt nochmal höher drehe, das Poti, den Wert, dass die Spannung ja nicht nur verfälscht wird völlig, sondern eben auch kleiner wird. Erst wenn ich in einem bestimmten Bereich bin, ich drehe hier wieder also das Poti runter, wird es zu einem Rechteck und irgendwann habe ich also wieder ein schönes Rechteck und damit sind die Kriterien gegeben. Da muss man also darauf achten, wenn man jetzt nicht genau weiß, oder die Formel vergessen hat, wie man da rangeht, dann kann man das natürlich experimentell einfach ermitteln, indem man da mal ein Poti einsetzt und dann so lange dreht, bis dort ein vernünftiges Rechtecksignal rauskommt. Oder man ändert dann hier in der Schaltung diesen 1-μ-Kondensator, hier in dem Fall meinetwegen, und ändert den und dann kann man da auch experimentell rangehen und schauen, wo der Differenzierer am besten seine Arbeit tut. Ein weiteres Beispiel, was ich hier am Differenzierer mal zeigen will, ist folgendes. Ich hatte ja ganz zu Anfang gesagt, wenn man eine Gleichspannung anlegt, dann bekommt man 0 Volt heraus. Das stimmt an sich, allerdings gibt es ja hier technisch gesehen, also ich halte es mal hier ein bisschen näher ran, einen Einschaltvorgang. Das heißt, hier ist wiederum eine Spannungsänderung da. Das heißt, ich müsste am Ausgang auch was sehen und das kann man sich natürlich zu Nutzen machen.
Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt am Eingang meiner Schaltung hier, habe jetzt Putty abgeklemmt, ich habe auch den Funktionsgenerator abgeklemmt und habe hier einen Schalter angeklemmt, der entweder nach plus oder nach minus 9 Volt schaltet. Und immer wenn ich jetzt also schalte, dann sieht man es hier und man sieht am Ausgang dann einen kurzen Impuls. Ich habe das mal angehalten, also man sieht hier diesen Puls, hier ist der Schalter. Und diesen Puls, den kann man sich zunutze machen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will was mit dem Schalter schalten, aber man braucht nur einen kurzen Puls, dann kann man das durchaus damit realisieren. Man sieht auch, der Puls geht einmal nach oben und einmal nach unten, je nachdem, in welche Richtung geschaltet wird. Und die Länge des Pulses hier, die kann ich natürlich nochmal anpassen durch den Kondensator, der im Moment 1 μF beträgt, ist ein bisschen groß. Ich werde da gleich mal einen kleineren Kondensator reinsetzen. So, ich habe jetzt mal einen 100 Nano eingesetzt und wenn ich jetzt hier gleich mal ein- und ausschalte, ich warte mal, bis der von vorne startet, dann erzeugt er also immer diese kurzen Impulse, je nachdem, wo ich in welche Richtung ich schalte. Und das kann man sich für bestimmte Schaltungsanwendungen sicherlich zunutze machen. Wie gesagt, wenn man jetzt einen Schalter hier praktisch verwendet, aber letztendlich nur Pulse braucht. Das war es soweit zum Differenzierer. Und das zweite Thema hier in dem Video ist ja der Integrierer. Der Integrierer ähnelt auch dem invertierenden Verstärker wiederum. Allerdings sieht man jetzt hier, an dieser Stelle ist jetzt der Kondensator, hier vorne ist der Widerstand, also genau andersrum wie beim Differenzierer. Und dadurch, dass es sich um eine invertierende Schaltung handelt, ist es auch ein invertierender Integrierer. Hier auch nochmal ganz kurz die Schaltung, wenn man sie so betrachtet, ohne irgendwelche Gleichung, was passiert, wenn ich hier vorne eine Gleichspannung anlege. Wir haben hier nach wie vor eine Gegenkopplung, das heißt, diese Spannung zwischen Pin 2 und 3 wird 0 Volt, UD. Das heißt, es fließt ein Strom und dieser Strom fließt auch durch den Kondensator. Und dadurch, dass diese Spannung ja, wenn man jetzt eine Gleichspannung hat, konstant ist und auch der Widerstand konstant ist, also auch der Strom konstant, und wenn man einen Kondensator mit einem konstanten Strom bestromt, dann steigt die Spannung am Kondensator linear an. Das wäre jetzt praktisch so, zum Vergleich nochmal, ich habe eine konstante Spannung hier und integrieren heißt, ich gehe in diese Richtung, ich bekomme also eine gerade Linie hier heraus, also eine Gerade mit einer bestimmten Steigung. Hier bekomme ich natürlich auch diese Gerade heraus, sie geht aber nach unten, weil es eben ein invertierender Integrierer ist. Ich habe das hier nochmal in den Gleichungen zusammengefasst, denn es geht ja darum, ein Verhältnis aufzusetzen zwischen UA und UE. Das erste wäre also IR2 ist gleich UE durch R2, also Eingangsspannung durch den Widerstand, das ist der Strom, der hier fließt. Das ist auch gleichzeitig dann der IC. Ich habe es hier aufgeschrieben, IC ist gleich minus IR2. Warum minus? Weil von diesem Knotenpunkt aus gesehen fließt der IC hier weg und der IR2 fließt zum Knotenpunkt, also ist da ein Vorzeichenwechsel drin. Und wiederum, dieser IC ist definiert als Delta oder DUC durch die T mal CF2, also ist dieser Kondensator hier. Und wenn man das jetzt im Prinzip einsetzt, dann bekommt man hier am Ende die Gleichung nach DUA. Also die Ausgangsspannung ist gleich UE, minus davor, invertiert ja durch R2 mal CF2 nach DT. Und um jetzt UA raus zu bekommen, muss man integrieren. Man bekommt also dann minus 1 durch R2 CF2. Integral UE von T nach DT plus noch eine eventuelle Ausgangsspannung, die zum Zeitpunkt T0 vorhanden ist. Und man sieht jetzt hier ganz gut, wenn also eine Gleichspannung dort vorne anliegt, dann hat man eigentlich das Integral weg und man hat nur UE mal DT, also die Eingangsspannung mal der Zeit. Und somit bekommt man dann also eine Gerade heraus, wenn man jetzt, also bei UA raus, wenn UE eine Gleichspannung ist. Bei einer sinusförmigen Eingangsspannung müsste man also hier die Sinusfunktion einsetzen und das Integral davon bilden. Damit bekomme ich den Cosinus. In der Technik ist es dann eben
eine phasenverschobene Ausgangsspannung. Das ist wiederum auch nur die theoretische Betrachtungsweise, denn was ich jetzt nicht betrachtet habe, und das ist hier beim Integrierer in dem Moment wichtig, ist zum einen die Offset-Spannung, die hier doch vorhanden ist, und auch der Bias-Strom. Es ist nämlich so, wenn ich keine Eingangsspannung anliegen habe, dass ja trotzdem der Bias-Strom fließt, sodass der Kondensator sich hier über diesen Bias-Strom aufladen würde und es würde eine Ausgangsspannung ergeben. Das ist natürlich beim Integrieren sehr unschön. Das verfälscht das Ergebnis und zum anderen ist es so, wenn man dort hier eine Rechteckspannung zum Beispiel anlegt, dann ist es so, dass die Spannung am Ausgang wegdriftet aufgrund der Offset-Spannung und des Bias-Stroms. Und deswegen muss der Kondensator immer mal wieder entladen werden. Das kann man mit dem Schalter machen. Oder man nimmt einfach hier einen weiteren Widerstand, RF2 in dem Fall, und entlädt sozusagen immer wieder mal den Kondensator ein Stück dadurch, sodass der Bias-Strom oder die Offset-Spannung da keinen Einfluss mehr auf das Integrieren haben. Die Form der Ausgangsspannung hängt also zum einen natürlich davon ab, was am Eingang anliegt, ist ganz klar, und natürlich auch hier von der Zeitkonstante R2 und CF2, also diese beiden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie groß muss RF gewählt werden? Ich habe es hier mal aufgeschrieben, der ist relativ hochohmig, hängt aber auch so ein bisschen vom OPV ab. Das heißt, wenn man da ab 100 Kilo oben aufwärts rechnet, ist man eigentlich meistens auf der sicheren Seite. Hier gibt es keine allgemeine Formel oder so dazu. Da kann man experimentell rangehen. Ich habe jetzt hier in meiner Schaltung, die ich dort aufgebaut habe, in 220 Kilo oben drin. Und wie gesagt, es hängt von den Eigenschaften auch des OPVs ab. Also speziell den Bias-Strom, wie groß der an sich ist. Und man kann dann experimentell meinetwegen hier ein Poti einsetzen und gucken, ab wann der Integrierer dann nicht mehr wegdriftet. Auch für den Integrierer habe ich hier mal ein Beispiel aufgezeichnet und auch aufgebaut. Zeige ich gleich noch im Oszilloskop. Die Frage ist jetzt, wie groß ist R2 hier in dem Fall unter folgenden Bedingungen? Also wir haben eine Versorgungsspannung von plus minus 12 Volt. Die Eingangsspannung ist eine Rechteckspannung mit plus minus 10 Volt bei einer Frequenz von 50 Hertz. Bei 50 Hertz weiß man sofort, T, also Periodendauer, beträgt 20 Millisekunden und hier für unsere Berechnung brauchen wir DT, also dieses Delta T, das ist 10 Millisekunden, also die Hälfte von 20 Millisekunden. Die Ausgangsspannung ist eine Dreieckspannung, die immer innerhalb von 10 Millisekunden um 10 Volt ansteigt. Und der Kondensator CF, also CF2 ist es hier, das muss ich noch korrigieren, CF2 und R2 ist gefragt, beträgt, also CF2 beträgt 1 μF. Wie groß ist R2? Man sieht hier auf der rechten Seite mal das Bild vom Oszilloskop. Ich habe also hier die rechteckige Eingangsspannung, die ist also hier bei 5 Volt pro Kästchen. Das heißt, ich habe nach oben hin 10 Volt und nach unten hin 10 Volt, plus minus 10 Volt. Und ich kriege hier am Ausgang eine Spannung raus, die innerhalb dieser Zeit von da nach da, das sind also hier dann 10 Millisekunden, ungefähr um 10 Volt ansteigt. Wir haben hier pro Kästchen 2 Volt, also 2, 4, 6, 8, 10 in etwa, also nicht ganz. Das ist also das Ergebnis von der Schaltung jetzt und die Frage ist, wie groß ist hier R2 gewählt worden? Zur Berechnung von R2 nehme ich hier die allgemeine Gleichung, die ich gerade schon kurz vorgestellt habe, hier mit dem Integral. Und da ist es eben so, für die Zeit dt ist beim Rechtecksignal die Spannung konstant. Das heißt, das Integral fällt weg und man hat dann nur noch ue mal dt. Und dann stelle ich einfach nach r um. Man bekommt hier unten dann diese Gleichung, R2 ist gleich ue mal dt durch c mal duc und duc ist ja die Ausgangsspannung, die ist ja auch vorgegeben schon und dann setzt man die Werte ein. Ich habe ue beträgt 10 Volt in einer Richtung mal 10 Millisekunden geteilt durch 1 μF, das ist ja dieser CF2 und dieses dua, also die Ausgangsspannung, beträgt auch 10 Volt, weil sie steigt ja hier innerhalb der 10 Millisekunden um 10 Volt an. Und damit komme ich auf einen Widerstand von 10 Kiloohm. Man sieht hier, ich habe auch den RF2, wie gesagt, weggelassen im Moment.
Der sollte natürlich keinen Einfluss haben, das heißt, der darf in keinem Fall zu niederohmig werden, sonst würde man auf einmal, würde der sozusagen mehr ins Gewicht fallen als dieser Kondensator und dann funktioniert der Integrierer dann auch nicht. Deswegen habe ich es nochmal hingeschrieben, also hier in meinem Fall ist der 220 Kilo Ohm oder größer. Es hängt so ein bisschen auch vom OPV-Typ ab. Je nach BIOS-Strom kann man den auch höher wählen, je nachdem. Aber der muss auf jeden Fall drin bleiben, sonst driftet nämlich der Integrierer weg. Und ich will das natürlich jetzt gleich mal am Oszilloskop zeigen. Hier ist nun die Schaltung zu sehen. Ich habe hier den Operationsverstärker, ich habe hier diesen 1 μ, ich habe hier diesen 10 Kiloohm und hier habe ich diesen 220 Kiloohm RF2. Und ich schwenke jetzt mal um auf das Bild vom Oszilloskop. So sieht es nun aus. Eigentlich genau das, was ich auch schon ausgedruckt habe. Man sieht hier die Eingangsspannung, die Rechteckspannung, die steigt hier um 10 Volt nach oben an und dann geht der Integrierer hier nach unten. Ungefähr um 10 Volt. Wir haben ja wie gesagt 2 Volt pro Kästchen für den ersten Kanal, also für die gelbe Linie. Und dann, wenn er hier wieder runter geht, dann geht er hier wieder um 10 Volt in etwa hoch. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde jetzt mal den 220 Kiloohm, also diesen RF, den Widerstand hier parallel, den hier parallel zum Kondensator, den werde ich mal rausnehmen. Ich nehme ihn mal raus. So, und jetzt sieht man, dass der Integrierer wegdriftet und hier absinkt und auf einmal ganz weg ist. Und wie gesagt, dann so endet. Ich habe mal den Spannungsbereich hier ein bisschen erhöht auf 5 Volt pro Kästchen. Er ist also ganz weit unten. Und integriert dann also nicht mehr richtig. Der ist also jetzt da irgendwie in einer Begrenzung. Man braucht also diesen Widerstand unbedingt, damit der Integrierer vernünftig integriert. Hier an der Seite sieht man nochmal die Messwerte etwas genauer. Man sieht auch, das ist nicht ganz symmetrisch. Das hängt auch mit diesem Widerstand zusammen. Und die Frequenz liegt hier bei 50 Hertz. Da muss man eventuell, wie gesagt, experimentell nochmal rangehen mit diesem RF2, damit man dort ein vernünftiges Ergebnis bekommt. Ist natürlich auch so, auch diese Schaltung ist frequenzabhängig. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Frequenz höher drehe, wird die Ausgangsspannung kleiner. Also Tiefpassverhalten, typisches Tiefpassverhalten, wenn ich so zurückdrehe, wird so größer. Man sieht dann eigentlich auch hier, da tut dann natürlich auch nichts mehr Vernünftiges, weil da ist ja eben hier oben und unten in der Begrenzung. Also die Berechnung muss dann schon so sein, dass der da vernünftig integriert. Eine weitere Schaltung habe ich hier mit dem Integrierer aufgebaut und die will ich mal kurz zeigen. Ich habe hier zum einen einen Kippschalter, dann eine Leuchtdiode und hier so ein Poti und ich werde den Kippschalter mal hier umlegen. Und dann sieht man, dass nach einer kurzen Zeit die Leuchtdiode angeht und wenn ich ihn zurück kippe, dann geht es wieder aus. Und mit dem Poti drehe ich mal so ein bisschen, nicht zu weit. Da kann ich nämlich die Einschaltzeit einstellen. Man sieht, es ist etwas später jetzt angegangen. Und hier kann ich sie wieder ausschalten. Und die Frage ist, wie funktioniert es? Und dazu gehe ich mal kurz in die Schaltung, aber natürlich auch zum Oszilloskop, um zu messen, ob die Zeiten und so weiter dort richtig berechnet wurden. Hier ist die Schaltung dieses Zeitschalters zu sehen. Ich habe das so gemacht. Ich habe also hier diesen Integrierer. Man sieht, hier ist dieser Schalter dran mit dem 100 Ohm noch. Dazu komme ich noch mal später. Aber hier ist normaler Integrierer R1 und C1. Und ich habe am Ausgang hier noch mal einen Komparator. Beziehungsweise dieser Komparator hat noch mal hier mit dem Poti eine Einstellung der Zeiten. Und die Frage ist, wieso kann ich mit diesem Poti die Zeiten einstellen? Und ja, wie kann ich das eigentlich berechnen? Und die Vorgehensweise ist folgende: Man berechnet zunächst die minimale und maximale Spannung an Pin 5. Dann habe ich nämlich die Kipppunkte sozusagen von dem Komparator. Also die liegen dann zwischen zwei Spannungen. Und dann muss ich mit diesen zwei Spannungen dieses Delta T oder DT hier vom Integrierer berechnen. Und das möchte ich mal natürlich machen. Also zur ersten Rechnung im Prinzip. Ich habe hier einen Spannungsteiler, der ist unbelastet, weil hier kein Strom reinfließt. Wir haben also 10 Kiloohm, 20 Kiloohm und 4,7 Kiloohm. Und das hängt hier an 9 Volt bzw. minus 9 Volt.
Ich kann also dann zunächst schreiben, also erstens erstmal zu einem ersten Aufgabe sozusagen, 9 Volt entspricht dann 34,7 Kiloohm Gesamtwiderstand und Gesamtspannung, so dass ich jetzt die beiden einzelnen Spannungen messen kann, und zwar einmal oder berechnen kann, einmal wenn das Poti hier unten ist oder da oben, so dass ich U1 habe, nämlich 9 Volt, allerdings alle negativ in dem Moment, mal 4,7 Kiloohm durch 34,7 Kiloohm, und dann kommt man auf 1,22 Volt. Und bei der zweiten Spannung, also wenn das Poti in die andere Richtung zeigt, Maximumwert, haben wir minus 9 Volt mal 24,7 Kiloohm geteilt durch 34,7 Kiloohm. Das sind dann 6,4 Volt. Ich habe also nichts anderes berechnet als einmal die Spannung über diesen Widerstand, über diesen 4,7 Kiloohm beim ersten Mal, und beim zweiten Mal über diesen beiden, denn der Poti-Anschlag geht ja bis da. Das heißt also 20 Kiloohm und 4,7 Kiloohm sind 24,7 Kiloohm und kommen auf diese beiden Spannungswerte. Ich muss jetzt also mit diesen beiden Spannungswerten arbeiten und dann dieses Delta T praktisch oder DT rausbekommen. Man sieht hier bei dem Integrierer, der wird hier also direkt mit 9 Volt hier vorne eingespeist. Das heißt, ich muss als erstes den Eingangsstrom berechnen, nämlich 9 Volt durch die 47 Kiloohm, und dann mit den entsprechenden Spannungen hier praktisch die Sekunden ausrechnen, wann der hier nachher schaltet. Also er schaltet ja entweder, also zwischen 1,22 und 6,4 Volt. Beide Minimum- und Maximumwerte muss ich ja hier berechnen, um zu gucken, ob diese ganze Berechnung mit dem Poti dann auch stimmt. Dazu berechne ich erstmal den IC. IC ist ja der gleiche Strom, der durch R1 fließt, denn der fließt ja hier weiter. Der Schalter ist im Moment offen. Das heißt, IC ist gleich 9 Volt durch 47 Kiloohm, und das sind dann 191 Mikroampere. Nun muss ich das Delta T oder DT berechnen, und zwar für die beiden Spannungen hier jeweils. Und dazu nimmt man die Gleichung DT gleich D UC durch IC mal C für den ersten Fall. Und da gebe ich jetzt natürlich die Werte ein. Wir haben also 1,22 Volt geteilt durch 191 Mikroampere mal 1000 μF. Das ist also der da. Da kommen wir auf 6,4 Sekunden. Bei der zweiten Spannung mit diesen 6,4 Volt, da komme ich auf 33,5 Sekunden. Also im Anfangszustand, nochmal zurück, ist der Schalter geschlossen. Wenn der Schalter geschlossen ist, dann habe ich eine sehr kleine Ausgangsspannung, nämlich das Verhältnis 100 Ohm zu 47 Kiloohm. Jetzt stellt sich die Frage, wieso ist hier eigentlich ein 100 Ohm drin? Den habe ich nur eingemacht, damit es nicht so laut knallt oder funkt hier am Schalter, weil wenn der Kondensator aufgeladen ist, das ja, funkt schon mächtig, um einfach den Entladestrom hier ein bisschen zu reduzieren, 100 Ohm. Also Schalterzustand geschlossen, keine Spannung liegt dann hier an, also sehr wenig. Wenn hier keine Spannung anliegt und hier ist eine negative Spannung, denn die ist ja negativ, in dem Fall ist die Leuchtdiode auch aus. Wenn ich jetzt öffne, dann wird der Integrierer nach unten integrieren, das heißt, die Spannung sinkt hier immer weiter ab. Und wenn hier eine Spannung im Minimalfall von 1,22 Volt, also minus, erreicht ist und ein bisschen weniger sogar, also minus 1,23 Volt zum Beispiel, dann geht die Leuchtdiode an. Das heißt, diese Zeit, die hier sozusagen eingestellt wird, macht man hier mit dieser Offset-Spannung für den Komparator.
Und damit kann ich also dann ja diesen Zeitschalter sozusagen oder diese ja, Einschaltverzögerung, wie auch immer man es nennt, realisieren. Ich werde jetzt mit dem Oszilloskop natürlich mal messen, und zwar einmal die Spannung an diesem Punkt, also die integrierte Spannung, die ja nach unten geht, und natürlich die Spannung am Ausgang, und dann mal die Zeit messen, ob das alles hier stimmt, was ich so berechnet habe. Als erstes werde ich mal die beiden Spannungswerte messen am Komparator, nämlich diese beiden Spannungen, einmal Poti nach oben oder Poti nach unten. Das heißt, ich messe einmal an diesem 4,7 Kiloohm und einmal auf der anderen Seite von dem Poti. Ich habe hier das Multimeter mal hingestellt dazu. Die eine Spannung, die ich hier messe, ist 6, knapp 6,5 Volt. Da sollte herauskommen 6,4. Das passt also ganz gut. Und die zweite Spannung, die ich da messe, ist 1,17 Volt. Da sollte 1,2 Volt rauskommen. Passt eigentlich auch ganz gut. Ein paar Abweichungen sind natürlich aufgrund von Bauteiletoleranzen. Als nächstes werde ich mal den Schalter betätigen. Im Moment ist die Leuchtdiode aus. Oben sieht man jetzt den Ausgang des Integrierers. Der integriert jetzt also nach unten, und ab einer bestimmten Zeit sieht man hier unten geht also jetzt die Leuchtdiode an, beziehungsweise sieht man auch das Signal. Ich halte jetzt mal an und messe mit dem Cursor dann hier mal diese Zeit. Das Poti ist im Moment auf Minimum eingestellt. Das heißt, es müsste hier eine Zeit von ungefähr ja, 6,4 Sekunden ergeben. So, dazu wähle ich hier wieder den Cursor aus. Ich gehe also hier zunächst hier oben an den Startpunkt des Integrierens mit dem ersten Cursor. Mit dem zweiten gehe ich zu dem Punkt hier, wo die Leuchtdiode eingeschaltet wird. Man sieht, ich habe jetzt ein Delta-T von 6,5 Sekunden. 6,4 sollten rauskommen, ist genau richtig. Die Spannungsdifferenz beträgt 1,2 Volt. Das ist nämlich genau der Wert, wo der niedrige Punkt am Komparator hier eingestellt wurde, nämlich 1,22 Volt. Das passt also. Und jetzt werde ich das Poti nochmal ganz nach oben drehen, sodass dort eine Zeit von 33,5 Sekunden rauskommen muss. So, man sieht jetzt hier das Integrieren nach unten, und es hat natürlich wesentlich länger gedauert jetzt, wo die Leuchtdiode eingeschaltet wird. Ich messe hier nochmal die Zeiten, also einmal die Zeit zwischen dem Punkt, wo die Leuchtdiode eingeschaltet wird, und dem Punkt, wo hier oben links integriert wird. Wir haben hier eine Zeitdifferenz von 37,4 Sekunden und eine Spannungsdifferenz von 6,6 Volt. 6,6 Volt ist auch ein bisschen viel. 37,4 Sekunden ist auch ein bisschen mehr als berechnet. Allerdings liegt zum einen daran, dass hier der Elko natürlich eine relativ große Toleranz hat, aber es passt eigentlich ganz gut in die vorberechneten Werte. Ja, das war hier dieser Überblick über einen Differenzierer und Integrierer mit dem Operationsverstärker realisiert. Ich hoffe, das hat einiges vielleicht an Klarheit geschaffen. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.